Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Wir lesen heute wunderbare Worte, Worte von Verliebten im Buch Hohelied der Liebe im zweiten Kapitel. Und da heißt es zu Anfang, horch, mein Geliebter, sieh da, er kommt, er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Ja, es ist Jesus, der sich freut, jetzt zu seiner Geliebten zu kommen. Es ist Jesus, er möchte bei dir sein, er möchte bei uns sein. Denn nach uns verlangt seine Seele, ist in uns verliebt. Und dann gegen Schluss von dieser Lesung heißt es, meine Taube im Felsennest. Und er spricht zu dir. Er spricht zu jedem persönlich von uns. Meine Taube im Felsen ist versteckt an der Steilwand. Dein Gesicht lass mich sehen, deine Stimme hören. Denn süß ist deine Stimme, lieblich dein Gesicht. Warum sagt Jesus das? Weil er weiß, viel mehr als wir selbst es wissen, dass wir nach dem Abbild Gottes erschaffen sind. Er weiß um unsere Fähigkeit, um die Schönheit unserer Seele. Und diese Schönheit möchte er wecken, so wie jemand, ein Verliebter, der jetzt seine Geliebte gefunden hat und dieser Geliebten eigentlich mal bewusst macht, wer sie ist, wie schön sie ist. Liebe Brüder und Schwestern, zeigen wir Jesus unser Gesicht. Lassen wir ihn unsere Stimme hören, mit unserem Gebet, mit unserem Vertrauen, mit unserer Liebe. Und schauen wir ihn an und lassen uns von ihm anschauen. Möge seine Freude bei seinem Kommen über uns groß, ganz groß sein, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.